Gott, ich will mein Kaufverhalten von Dezember endlich mal machen. Und ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr unbedingt ein Kaufverhalten 2017 sehen wollt, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das drehen soll, weil ich ja eh schon sehr hinten nach mit meinen Videos bin. Aber wenn ihr das sehen wollt, durch das alles zusammenschreiben und ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht, weil dann gebe ich mir die Mühe und mache das, weil wenn es keiner sehen will, mache ich es nicht. Aber wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und jetzt fange ich an mit den Dezember-Sachen. Ich war leider sehr, sehr böse und habe mir noch ein paar Sachen gekauft, die zeige ich euch schnell. Ich weiß, es kommt sonst wieder wie ein Haul rüber. Ich habe mir von Sleek was gegönnt. Ich wollte es nämlich haben wegen dem Nagellack. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich das noch nicht benutzen will. Dann gab es reduziert die Pina Colada Duschgels. Und ich habe mir 4 Stück genommen. Ja, ich weiß. Weil ich das so mochte und ich mir sicher bin, dass das nächstes Jahr nicht nochmal rauskommt, habe ich mir nochmal 4 Stück mitgenommen für den Sommer. Man geht eh Sommer öfter duschen. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Was aber schlimm ist, ich war ja beim Friseur, das habe ich euch ja eh auch im anderen Video erzählt. Und ich habe da einen Duft gesehen, den ich seit Jahren unbedingt haben wollte, nur beim Müller ging da aus dem Sortiment. Und dort gab es ihn um 30 Euro. Es geht um den Elisabeth Arden, was sonst, Untold, Absolut heißt der. Der riecht sowas von geil und ich liebe Elisabeth Arden, das wisst ihr. Und dort war er um 30 Euro reduziert, also habe ich ihn mir ausnahmsweise mitgenommen, weil er auch der letzte war. Dann gibt es noch 2 Winterseifen, die ich mir unbedingt mitnehmen habe müssen. Orange Ingwer und Zimt und Apfel. Ja, das war's mit den gekauften Sachen. Es ist eh eigentlich nicht so viel. Das Einzige ist wieder, ich war wieder beim TK Maxx wie immer. Beim Deichmann war ich auch, da habe ich euch die Sachen aber nicht gezeigt. Ich war auch leider wieder zu faul und habe nichts zusammengeschrieben. Das muss ich noch machen, weil ich hatte keine Zeit bis jetzt. Was wieder das Problem ist, TK Maxx. Das ist bei mir jeden Monat das Problem leider. Aber ich liebe TK Maxx einfach und wird glaube ich, niemals aufhören, dorthin zu gehen. Es kommt auch bald schon wieder ein Haul. Ups. Aber ich mag TK Maxx einfach und ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich mal nichts finde, ist es eh ein Wunder. Also steinigt mich nicht, aber ich liebe TK Maxx und ich mache auch in letzter Zeit total viele Tuchmasken. Total viele ist übertrieben, aber ich will ein bisschen öfter Tuchmasken machen. Und deswegen habe ich mir auch so viele gekauft. Ja. Ja, das ist das einzige Problem. Und halt, wenn neue Sachen rauskommen. Das ist das einzige Problem, wo ich nicht aufhören kann. Ich meine, da ist das Design wunderschön von dem Apfel. Schaut euch das mal an, das Design ist ja mega. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich hoffe, die riecht auch gut. Weil von den letzten limitierten Aveo-Seifen war ich sehr enttäuscht. Deswegen hoffe ich, dass die besser sind. Und überhaupt bei der bin ich gespannt. Orange Ingwer. Bin ich wirklich sehr neugierig drauf. Und meine habe ich auch schon aufgebraucht. Und ich habe fast gar keine Seifen mehr, fällt mir gerade auf. Nein, habe ich wirklich nicht. Also es ist relativ viel Leergang in letzter Zeit, weil ich immer auf die Limited Editions warte. Ja, die Duschgels hätten jetzt nicht sein müssen, auch das Leak-Set nicht, aber das war reduziert und ich habe mir gedacht, okay, ich habe es auch für eine Freundin gekauft, weil ich für sie nichts hatte zum Geburtstag. Und jetzt habe ich 2 Sachen für sie, die da hinten im Kasten sind und ich hoffe, dass ich sie bald mal wieder sehe, damit ich ihr die geben kann. Das hoffe ich wirklich. Ja, ansonsten war ich eigentlich eh relativ brav. Ich meine, der Duft hätte jetzt auch nicht sein müssen. Vom TK Maxx Haul rede ich gar nicht, aber ihr kennt's mich. Ihr kennt's mich. TK Maxx ist so mein Ding. Wirklich mein Ding. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen... Das war jetzt sehr, sehr kurz, oder? Das war wirklich verdammt kurz. Ich habe das runter gerade dann irgendwie. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr die Duschgels auch gekauft hättet. Also ich mag das. Ich mochte dieses Duschgel schon vor Jahren, weil das gab es ja mal vor ein paar Jahren. Und deswegen habe ich es mir ausnahmsweise mitgenommen, die 4 Stück, weil die auch um 50 Cent reduziert waren. Da kann man ja nichts sagen. Ich brauche Ausreden, aber ich rechtfertige mich nicht, das muss ich nicht. Ich schreibe euch dann wieder unten in die Infobox, was ich ausgegeben habe und wie viel ich drüber war. Was sehr viel sein wird, weil ich mir ja auch Schuhe kaufen habe müssen für die Arbeit. Dann habe ich mir auch schwarze neue Stiefel gekauft, die ich total liebe. Werde ich vielleicht, ich sollte mal wieder ein Outfit of the Day machen. Seid ihr auch dafür? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch war das jetzt nicht zu kurz. Bis zum nächsten Mal. Bye.